Ihr habt auch Lust auf authentisches Kimchi? Dann werdet ihr bei mir fündig. Und die Hauptzutat für Kimchi ist dieser wunderschöne Chinakohl. Als erstes müssen wir das Endstück vom Strunk entfernen und diesen dann in den Bereich des Strunks einmal halbieren und dann nochmal vierteln. Dann sollten die Teile, wie hier zu sehen ist, ganz leicht auseinanderzuziehen sein. Die separierten Chinakohlstücke müssen wir jetzt ein bis zweimal gründlich waschen, denn keiner mag Sand in seinem Kimchi. Die gewaschenen Chinakohlstücke bzw. Blätter können wir jetzt in einen großen Behälter mit genügend Platz legen und dann mit Meersalz großzügig bestreuen. Dadurch verliert der Chinakohl sein Wasser, wird elastisch und crunchy und nimmt auch einen Teil des Salzes auf. Der Kohl sollte am besten alle 30 Minuten gewendet werden und wir lassen ihn insgesamt für 2 Stunden ziehen. Parallel bereiten wir das Porridge zu. Dieses brauchen wir, damit noch die kommenden Gewürze und Zutaten an den Chinakohlblättern gut haften bleiben und dieser noch viel besser das Aroma aufnehmen kann. Hierfür nehmen wir 500 ml Wasser, 2 Esslöffel Reismehl und 1 Esslöffel braunen Zucker oder weißen Zucker, völlig egal. Dann kocht man alles auf, bis eine leicht festcremige Konsistenz erreicht ist und stellt alles am Ende beiseite. Das Reismehl solltet ihr am besten davor durch einen Sieb smashen, genauso wie den Abo-Button. Sonst habt ihr leider so kleine Klümpchen wie ich, was jetzt aber in meinem Fall nicht mega dramatisch war. Für noch mehr Aroma brauchen wir eine ganze süße Zwiebel, 12 Knoblauchzehen und ein daumengroßes Stück Ingwer. Dann hauen wir alles in den Food-Prozessor und zerkleinern die Zutaten ganz fein. Als nächstes geben wir unsere zerkleinerten Zutaten zu unserem Porridge und vermischen alles. Abgerundet wird das Porridge mit 60 ml Fischsoße, ca. einem Teelöffel Garnelenpaste und der wichtigsten Zutat 2 bis 3 Esslöffel, je nachdem wie spicy ihr es mögt, koreanische Red Pepper Flakes, kriegt ihr in jedem Asia-Store. Als erstes brauchen wir ein ca. 12 cm langes Stück Rettich, welches ihr zuerst schält und dann in feine 5 mm dicke Ringe schneiden müsst, um dann abschließend daraus feine Streifen zu schneiden. Das gleiche macht ihr mit einer Karotte. Am besten flacht ihr davor eine Seite ab, damit ihr nicht Gefahr läuft, mit dem Messer auszurutschen oder ihr benutzt einfach einen Streifenschäler dafür, also beides geht. Jetzt schnippelt ihr euch einen halben Bund Frühlingszwiebeln in grobe Stücke und vermischt dann anschließend den Rettich, Karotte und die Frühlingszwiebeln mit unseren vorher vorbereiteten Porridge. Mittlerweile ist auch der Chinakohl gut durchgezogen und wir müssen ihn nur noch gründlich mit Wasser durchspülen. Als letzten Schritt nehmt ihr euch am besten eine luftdichte Plastikdose und beginnt Schicht für Schicht euren Chinakohl mit dem Porridge zu bestreichen. Schön großzügig. Und fertig ist unser koreanisches Kimchi, welches nicht nur gesund ist, sondern auch frisch oder noch nach Wochen wunderbar schmeckt. Also, gönnt euch dieses geile Kimchi-Rezept und schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Abonniert!